noch einmal alles geben. Die schulfreie Zeit ist nicht mehr fern. Zelebriert wird das in der Neubrandenburger Stella-Schule traditionell mit einem Sommerfest. Ja, das Sommerfest ist am Ende des Schuljahres. Das Schuljahr ist geschafft. Das ist Grund zum Feiern genug. Wir nutzen aber die Gelegenheit und präsentieren das, was in dem Schuljahr alles entstanden ist, was gemacht worden ist. Die Kleinen zeigen den Großen und die Großen zeigen auch, was sie im Projektunterricht hergestellt haben, was so alles entstanden ist. Und ganz wichtig, die Großen machen gemeinsam mit den Kleinen, die Großen unterstützen den Kleinen und die Kleinen zeigen den Großen, was sie drauf haben. Das ist doch genug Grund zum Feiern. Bunt, laut, ausgelassen und kreativ. Wir haben uns bei gefühlten 30 Grad unter die Schüler gemischt und lassen unsere Kamera über Schulhof und Theaterbühne schweifen. Hier ist es der Stellaner-Chor, der im Stück die Tierwelt auf die Schulbank bittet. Die Moral von der Geschichte? Frage an den Fisch. Die Geschichte hat auf, dass halt nicht nur Kinder in die Schule gehen können, sondern auch Tiere. Das sollte es sowas bedeuten. Und dass auch Tiere was lernen können. Denksport in praller Sonne. Wir schauen der Schach-AG auf die Finger. Niklas, der nach eigenem Bekunden meistens gewinnt, aber nicht immer, hat seinen Kontrahenten mit geschickten Zügen schon in die Bredouille gebracht. Wenn da mal nicht die berühmte Kasparow-Eröffnung im Spiel war. Ben hat am Anfang einfach den Königsbauern 2 Felder nach vorne gesetzt und ich ihn ein. Und dann ging es so ein bisschen mit der Dame und mit den weiteren Bauern los. Ausgefeilte Technik allerdings nicht nur beim Schachmatch. Auch beim krumme Korkenpfeile schießen ist absolute Konzentration gefragt. Also das war ganz normal. Ich habe einfach nur ganz doll gespannt und habe mich halt konzentriert. Habe gedacht, ich nur und die Dosen. Es geht um nicht gewinnen. Also, und dann habe ich auf einmal getroffen. Obwohl ich erst einmal probiert habe mit 5 Pfeilen. Da ging es gar nicht. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist ja auch alles gesagt. Wir schauen einen Tisch weiter bei der gestalterischen Kunst vorbei. Hier gibt's Farbe ins Gesicht und Farbe in die Haare. Die erste bunte Strähne ist schon fertig. Vor 10 Minuten hat sich Lilly niedergelassen und noch sind eine ganze Menge Haare frei. Wenn Lilly Pech und Stylistin Rosa Lust hat, könnte das ein langer Tag werden. Naja, also wir hatten vor, also wir haben heute noch eine Lesenacht in der Schule, das heißt, wir können eigentlich die ganze Zeit hier bleiben, bis das Fest halt vorbei ist. Wir wünschen viel Erfolg und Geduld, müssen aber auch schon weiter. Andernorts hat sich eine Schlange gebildet, also erst einmal hinten anstellen und schauen, was vorne bei rumkommt. Ringo Schmidt von der Eventagentur Zwergenfeier dreht hier durch und Dutzende Kinder warten darauf, dass er möglichst schnell fertig wird. Vorzugsweise sofort. Ringo Schmidt macht Zuckerwatte und ist davon schon schwer gezeichnet. Das ist ja immer. Jedes Mal, wenn wir hier sind, ist die Schlange bis hinten hin. Und die wird sich, glaube ich, in den nächsten Stunden auch nicht nachlassen. Also Zuckerwatte ist für jedes Kind, ne, der Traum. Dabei ist Zuckerwatte weder für ihre gesundheitsfördernde Wirkung noch für besondere Nahrhaftigkeit berühmt. Das ist lecker. Punkt. Zucker muss man auch gar nicht selbst machen, man kann auch machen lassen. Die Schüler vom Imkerprojekt haben den Bienen reichlich Honig gemopst und unters Volk gebracht. Der Erlös wird in ein Rührgerät für noch cremigeren Honig investiert. Feinschmecker unter sich. Colin erklärt uns nun, wo der Honig überhaupt herkommt. Unseren Honig produzieren wir hier direkt auf dem Dach. Wir haben 4 Bienenvölker, die wir unter unserem selbstgebauten Stand haben. In jedem dieser Völker wohnen ungefähr 20.000 Bienen. Schüler und Bienen waren fleißig dieses Jahr und haben sich eine Pause verdient. Die Bienen führt bald die Winterruhe zurück in ihren Stock. Die Schüler hingegen schwärmen jetzt in ihre Ferien aus.